Hallo, hier ist Martin von Moneymonkeys. Das ist die DAX-Analyse für den Montag, den 21. März 2022. Und unser DAX, der hat sich zum Freitag sehr, sehr, sehr gut geschlagen, hat auch eine unheimlich gute Woche abgeschlossen und hier fast nochmal sein Bällchen schon kassiert. Das hat er aber auch noch nicht. Da fehlt noch ein Zacken. Das wäre dann hier im Bereich um die 660 zu suchen, da um den Gap Close. Das wäre, fände ich, einfach noch interessant. Würde denken, dass er das noch gut anspielen könnte. Zum Freitag muss man sagen, war ja Verfalltag, Verfallstag, großer Verfallstag, großer Hexensabbat, ist allerdings dann doch relativ unspektakulär verlaufen. Unten hat das ein bisschen fies gemacht. Ich habe mir jetzt die Analyse für den Freitag nicht nochmal durchgehört, aber so wie ich das jetzt hier sehe, haben wir mit Sicherheit gesagt, wenn der unter 270, 250 geht, dass das Short-Möglichkeiten eröffnet Richtung 90, hier 13,99 in den Gap Close rein. Ich fand, das hat er fies gemacht, aber man hat es intraday trotzdem gut erkannt. Also wir haben, glaube ich, zwei oder drei Korrektur-Updates bei uns dann nochmal rumgeschickt im Dienst, wo wir dann wirklich gesagt haben, hey, ja, das ist noch legitim. Vorsicht, wenn der hier unten grüne Stundenkerze macht, der kann nochmal locker 400, 500 hoch und vielleicht sogar nochmal ins Tageshoch ran. Und genau die grüne Stundenkerze kam dann eben hier unten von der 1,15, ne, 14, 1,15. Und ja, dann ist er komplett nach oben durchgelaufen und hat sich dem eigentlich gefügt, was wir dann zumindest in den Updates drin hatten. Für euch so war das jetzt nicht, also kann ich mir vorstellen, dass es, wenn man die Mails dann nicht gekriegt hat, ein bisschen schwieriger zu erkennen war, weil das war wirklich fies gemacht hat. Ne, auf der Ebene hier, 2 Stunden, muss man ja sagen, er hat den Trigger nicht umgelegt. Ne? Aber der war ja schon so tief. Auf was hätte man dann noch warten sollen, wenn man halt das untergeordnete Bild nicht richtig eingeschätzt hat? Also, bisschen schade, bisschen unschön gemacht. Der Trigger ist nicht aktiv, ne? Der ist ja nicht runtergegangen per Close, hat den nicht unterrissen, aber war ja deutlich unter 250, 270 und das hat man gesagt. Vielleicht hat der ein oder andere ja trotzdem da wieder einen Stecker rausgekriegt. Ich meine, es ist auch gut 130 Punkte nach vorne gelaufen. Das ist ja genug Zeit zum Reagieren und zum Agieren auch gewesen. Ja, aber so an sich im Freitag eigentlich ziemlich stimmiges Bild, auch sehr typisches Bild für einen Freitag, das muss man schon sagen. So, da ist jetzt nicht großartig quer gelaufen, nur weil Verfall ist, das hat schon ganz gut reingepasst. So, und der Montag, der wird nun im Chart sich wahrscheinlich schon entscheiden. Ja, also wir haben definitiv jetzt hier schon einen Abwärtstrendbruch von der kleinen Korrekturbewegung seitdem hoch. Ne, das heißt, der DAX ist eigentlich schon im Ausbruch nach oben. Sollte sich also nicht zu lange jetzt hier rummühen und bestenfalls, ich sag mal, oberhalb von 380, 400 bleiben und sich dann wieder deutlicher nach oben drücken, wenn er jetzt den Gap Close am Montag gleich machen will. Sollte dann insbesondere auch nach 10, nach 11, nach 12, völlig egal wann, außerhalb dieser Xetra-Öffnungsstunde, sich einfach neue Tageshochs noch gehören, würde das ein bisschen die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass der dann eben hier das Gap zukriegt bei 3, nee, halt bei 14,660. Und dann hätte er eben auch mal Platz bis in die 14.800 rein. Das gucken wir uns gleich im Tageschart nochmal an. Das ist nämlich eine relativ wichtige Zone. Und wir sehen aber auch hier, es ist eine Abwärtstrendkante, die hier oben dann eben kommt und die natürlich eben entsprechend auch gut reagieren kann. Also im bullischen Bild würde ich das sagen, alles über 3.80 ist erstmal noch bullig. Da kann man von weiteren Erholungsbewegungen oder von Erholungsfortsetzungen nach oben ausgehen. Ne, das würde dann passen. Wie gesagt, wichtige Zielbereiche, insbesondere 660 und dann eben die 800, 830, 850 hier so erstmal da reinhalten. Erstmal reinschnuppern, bisschen gucken, wie der Markt so drauf ist, wie es anspringt. Man darf ja nicht vergessen, wir befinden uns deutlich oberhalb vom Ukraine-Kriegsniveau-Ausbruch. Ne? Also das ist das Niveau, wo alle wussten, hey, jetzt knallt's. Dann sind hier die ganzen Sanktionen gekommen und der Markt steht deutlich drüber und das schon wenige Tage danach, während das Thema in der Ukraine noch nicht geklärt ist. Und das ist eigentlich auch sehr, sehr, sehr typischer Verlauf, den wir hier auch mal skizziert hatten, ne? Anhand von diesem 2000er, wann war das? 2014, 2015 mit der Ukraine, mit der Krim. Das hatten wir uns ja angeguckt, ne, bevor das da richtig gerumst hat, haben wir auch gesagt. Also, der hat ein bisschen nervös gezuckt und zack, kamen neue Allzeithochs. Aber jetzt will ich nicht so viel vorwegnehmen, wir gucken gleich nochmal in den Tageschart rein. Na, also, Fakt ist, überhalb von 3,80, 400 entsprechend noch Aufwärtspotenzial weiter. Unter 3,80 wäre ich ein bisschen kritischer, unter 3,80, unter 3,50. Dann wird er schon nochmal Platz kriegen bis in die 200 rein. Und ja, alles, was unter 200 geht, das wird dann jetzt diesmal auch in den Gap Close reingehen bei 13,99.
90, ne? Das wäre einfach jetzt hier Fehlsignal aus Flaggenbruch, und das, wenn er das nicht macht, dann ist der Trend zu Ende. Also wenn ein Trendfortsetzungsmuster nicht mehr in Trendrichtung aufgelöst werden kann, dann ist der Trend in dem Sinne auch beendet, ne? Und würde dann entsprechend bedeuten, dass wir dann auf die Unterstützungszone hier zurücklaufen. Ja? Also deswegen 350, 380 bisschen gucken, und dann alles, was da so unter 200, unter 14.100 geht, das zeigt schon eher nach unten. Ja, jetzt gucken wir noch kurz in den Tagesschart, der sieht nämlich gar nicht so schlecht aus. DAX hat sich jetzt wieder über diese Dreiecks- oder Verkeilungslinie drüber gehauen. Nachdem, wie man es bewertet, na, hat sich weiterhin sehr, sehr, sehr gut stabilisiert, steht hier wirklich gut im Futter, auch über dieser Trendlinie hier drin, ist auf einem guten Niveau, und hier oben seht ihr dann halt, ne, diese ganzen Tiefs, diese ganzen markanten Spitzen, als auch die hier oben, das ist natürlich, von unten kommt eine richtige Bastion. Und die fängt bei 14.800 an. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass er deutlicher bremst dort auf dem Weg nach oben. Ja, also das ist keine Garantie, natürlich ist es keine Garantie, aber das ist ein wichtiger Bereich einfach, wo bestimmt auch Marktteilnehmer, die hier oben überrumpelt wurden vom Markt, vielleicht erstmal wieder einen Ausstieg suchen. Ja, und das kann durchaus bedeuten, dass der Markt von hier dann entsprechend nach unten reagiert. Ansonsten haben wir hier oben eine Linie bei 14.900, eine fallende Trendlinie. Die wäre nochmal ganz interessant. Und dann diese obere Kante hier so im Bereich um 15,50, 15,80. Da liegen auch mindestens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 markante Tiefs. Also auch das eine Bastion, sodass man wirklich sagen kann, von unten kommt, wäre das natürlich ein echtes Brett. Na, und da kann man erstmal fast davon ausgehen, dass das wieder deutlicher nach unten reagiert. Sollte es nicht deutlicher nach unten reagieren, wäre 200-Tage-Linien dann wieder im Fokus, um 15.450 aktuell. Aber trotzdem, erstmal sehr, sehr, sehr wichtige Bastion. Wir gucken uns die 660 am Montag mal an, die ist schon ganz nett. Und wie gesagt, dann der Bereich ab 800, 830 kann durchaus den DAX auch wieder richtig, richtig tief zurückschicken. Sogar im Zweifel bis nochmal 12.500 runter. Weil dann hätten wir hier einen Trendbruch gekriegt durch die tiefere Tiefs. Dann würde er jetzt einen Erholungshoch bauen. Na, und das muss eigentlich bloß tiefer sein als das letzte Hoch. Und dann könnte er von dort wieder runter und sogar noch ein tieferes Tief stellen. Und dann wäre er trendtechnisch voll auf Kurs halt. Na, also wäre sozusagen eine kleine Bärenmarktrallye, so bezeichnet man das dann halt, ne? Also so richtig positiv ist es für mich noch nicht. Das wäre es erst, wenn die Hochs hier oben rausgekantet wären, weil es kann auch einfach nur ein höheres Tief werden, ein tieferes Hoch werden. Entschuldigung, es war ein Versprecher. Also ein tieferes Hoch könnte das werden, und dafür wäre selbst der Bereich hier vollkommen legitim und dann wieder deutlicher zurück. Ja, gut, okay. Also mir ist das wichtig, dass ihr das hier ein bisschen vor Augen behaltet. Diese super Tiefs hier, einfach das 10-fach Unterstützung, die jetzt von unten dann angelaufen werden. Sowas reagiert immer deutlich nach unten, da muss man ein bisschen auf der Hut bleiben. Und den Gap auf untergeordneter Ebene und alles über 3,80 ist erstmal ein bisschen positiv zu werten. Und unter 3,50, unter 2, unter 14.100 dann entsprechend negativ Richtung. Gap plus 13,99 und dann auch tiefer im Wochenverlauf. Gut, dann würde ich sagen, brauchen wir nicht mehr länger drum rumquatschen. Machen wir es kurz. Machen hier zu, wünsche euch viel Erfolg am Montag, und wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.